Das ist die Audemars Piguet Royal Oak Ewiger Kalender und sie ist eine der unglaublichsten und schönsten Uhren auf dem Markt. Wer aber diese Uhr kaufen möchte, der muss aktuell fast 300.000 Euro auf den Tisch legen. Und in diesem Video zeige ich dir die 5 wichtigsten Merkmale, die du über die Uhr wissen musst. Und nach diesem Video wirst du auch verstehen, wieso Leute bereit sind, den Preis einer Wohnung für diese Uhr zu bezahlen. Viel Spaß! Merkmal Nummer 1, der Audemars Piguet Royal Oak Ewiger Kalender. Merkmal Nummer 1 sind zunächst einmal die wichtigsten Hard Facts. Die Royal Oak Ewiger Kalender hat einen Durchmesser von 41 mm. Wie aber alle Royal Oaks trägt sie sich durch ihre starren Hörner, die leicht angewinkelt sind, deutlich größer. Mit einer Gehäuselänge Lack-to-Lack von fast 53 mm ist sie eher vergleichbar zu vielen Uhren mit so einem 44 oder 45er mm Durchmesser. Und man sollte sich die Uhr auf jeden Fall mal am Handgelenk ansehen, um zu schauen, ob sie auch wirklich passt. Trotz dieser massiven Größe ist die Uhr aber nur 9,5 mm hoch. Das lässt sie im Gegensatz zu vielen anderen großen Uhren nicht massig und klobig aussehen, sondern tatsächlich sogar sehr filigran und elegant. Das schwerwiegendste Merkmal ist aber hier eindeutig das Material. Die Uhr ist komplett aus massivem 18 Karat Roségold gefertigt, aber durch die Größe der Uhr fühlt sie sich tatsächlich vom Gewicht her eher an wie eine Platinuhr. Unglaubliche 254 Gramm bringt die Uhr auf die Waage und trägt sich dementsprechend auch wirklich massiv. Wichtig zu wissen ist noch eine Sache, die wegen der verschraubten Krone ganz schnell bei der Uhr übersehen werden kann und in einem ultra teuren Fehler resultieren kann. Die Royal Oak Ewiger Kalender, die ich hier habe, ist nur bis 2 Bar oder 20 Meter wasserdicht. Das bedeutet, Händewaschen geht, alles andere wie Duschen oder sogar Schwimmen sollte man mit dieser Uhr auf gar keinen Fall. Das nächste Merkmal, Merkmal Nummer 2, betrifft das Gehäuse und das Armband. Wir bekommen hier das 1972 erstmals von Audemars Piguet präsentierte und von Gerald Genter inszenierte Design mit der markanten achteckigen Lünette. Die Schrauben in der Lünette sind aus Weißgold und ordentlich an der Lünette und dem Zifferblatt ausgerichtet. Ein wundervolles Lichtspiel schafft hier die verschiedenartige Verarbeitung der Gehäuseteile. So ist alleine die Lünette auf 3 verschiedene Arten und Weisen verarbeitet. Oben senkrecht satiniert, an der Seite dann blank poliert, was die Uhr am Handgelenk unglaublich blitzen lässt und am untersten Teil wieder satiniert. Seitlich finden wir die Drücker, um die Uhr richtig zu stellen, aber zur Funktion und wie man die Uhr stellt, dazu später nochmal was Ausführlicheres. Das Gehäuse selbst ist oben und seitlich satiniert, hat aber eine wunderschöne Phase, also eine doppelte und abgeflachte Kante an der Seite, die das Design nicht nur viel aufwendiger, sondern auch viel schöner anzusehen machen und die sich zur Lünette hin leicht verjüngt. Diese Phase geht auch in das integrierte Armband über, das wundervoll nahtlos in das Gehäuse übergeht und dem genauso viel Liebe in den Details geschenkt wurde wie dem Rest der Uhr. Alleine schon die Tatsache, dass die Phase sich wirklich über das gesamte Armband hinwegzieht und dass diese Phase oben am Armband glatt poliert und unten satiniert ist, verleiht dem Armband diesen charakteristischen Royal Oak Glanz, der sonst wirklich bei keiner Uhr zu finden ist und sie fast schon lebendig wirken lässt. Es geht aber noch weiter, sogar die Zwischenglieder zwischen den Bandelementen haben jeweils eine Phase, obwohl man sie eigentlich so gut wie nie sieht und das nenne ich mal Liebe fürs Detail. Als Schließe finden wir hier eine wunderschöne Butterfly- oder Doppelfaltschließe, die verschlossen nahtlos im Armband verschwindet und auf der wir das AP-Emblem finden. Diese Schließe ist übrigens genauso massiv und in unglaublich hoher Qualität verarbeitet wie der Rest der Uhr und schließt auch einfach und sicher. Kommen wir damit aber zum Merkmal Nummer 3 und das sind die Details auf dem Zifferblatt. AP hat es hier geschafft, unglaublich viele Anzeigen unterzubringen, ohne dass das Zifferblatt unordentlich oder hektisch wirkt. Charakteristisch für die Royal Oak ist als allererstes Mal das Grande Tapisserie-Motiv, das mit einer Art Pantograph auf das Zifferblatt gefräst wird. Zusätzlich haben wir aber auf dem hier weißen Zifferblatt auch noch einen ganz leichten Sonnenschliff, der die Farbe des Zifferblatts je nach Lichteinfall in allen Farben von silbergrau bis cremig weiß wirken lässt. Übrigens, nicht weniger als 7 verschiedene Funktionen oder Komplikationen zeigt diese Royal Oak an.
Als erstes ist da natürlich die Stunde und die Minute, die durch die rosé-goldenen Royal Oak typischen Zeiger angezeigt werden. Auch in der Mitte finden wir hier aber keine Sekunde. Tatsächlich hat diese Royal Oak keine Sekundenkomplikation, sondern anstattdessen einen schwarzen Zeiger mit einem Pfeil am Ende, der auf der abgeschrägten Reo die aktuelle Kalenderwoche von 1 bis 52 anzeigt, unsere zweite Komplikation. Auf 12 Uhr finden wir dann das erste der vier Hilfszifferblätter, auf dem unsere dritte und unsere vierte Komplikation untergebracht sind. Zum einen haben wir hier im äußeren Ring den aktuellen Monat, der vom langen der beiden roségoldenen Zeiger angezeigt wird. Innen finden wir dann den aktuellen Schaltjahrzyklus, der vom kurzen Zeiger angezeigt wird. Die fünfte Komplikation finden wir auf 3 Uhr im nächsten Hilfszifferblatt. Hier finden wir das aktuelle Tagesdatum, das aber nicht irgendwie durch ein Datumsfenster digital, sondern stattdessen auch mit Hilfe eines roségoldenen Zeigers analog angezeigt wird. Gegenüber davon finden wir dann auf 9 Uhr das Hilfszifferblatt mit der sechsten und vorletzten Komplikation. Hier zeigt uns der roségoldene Zeiger den aktuellen Wochentag an und zu aller guter Letzt verleiht AP dem ewigen Kalender mit der letzten und siebten Komplikation auf 6 Uhr noch etwas Romantik. Hier finden wir eine Mondphase, die uns den aktuellen Mondzyklus anzeigt und hier sind es wieder die unglaublichen Details, die diese Uhr so auszeichnen. Erstens ist der Mond fotorealistisch gestaltet, also mit Details und Kratern. Noch schöner finde ich aber, dass die Himmelsscheibe dahinter aus sogenanntem Aventurin gefertigt ist, sodass es wirklich wie ein glitzernder Sternenhimmel aussieht. Allgemein kann man sich dieses Zifferblatt alleine stundenlang ansehen, ohne dass es langweilig wird und vor allem die Qualität bis in die kleinsten Details machen auch das Filmen und Fotografieren diese Uhr wirklich zu einer wahren Freude. Kommen wir damit aber zu Merkmal Nummer 4, dem Uhrwerk. Schön ist, dass diese Royal Oak einen Glasboden verbaut hat, durch den man das Uhrwerk arbeiten sehen kann. Was wir dann hier zu sehen bekommen, ist das Audemars Piguet Kaliber 5134, das komplett in-house von AP hergestellt wird. Dieses Uhrwerk besteht aus 374 Einzelteilen und trotz der vielen Funktionen der Uhr ist dieses Kaliber nur unglaubliche 4,3 mm dick und ermöglicht somit das ultraschlanke Design der Uhr. Das Uhrwerk schlägt mit eher unüblichen 2,75 Hertz oder eben 19.800 Halbschwingungen pro Stunde, kann aber so eine Gangreserve von 40 Stunden aufbringen. Man kann die Uhr also auch mal einen kompletten Tag nicht tragen und sie läuft beim Anziehen am übernächsten Tag dann immer noch. Das Schönste an diesen Uhrwerken ist allerdings immer die aufwendige Verarbeitung jedes einzelnen winzigen Teils. Alle Brücken und Teile des Uhrwerks sind aufwendig verziert mit Genfer Streifen oder im Falle der Zahnräder mit einem Radialschliff und alle Kanten sind zusätzlich abgerundet, was dem Uhrwerk so einen ultraplastischen 3D-Charakter verleiht. Das Highlight bei diesem Uhrwerk ist aber für mich persönlich der wunderschön skelettierte Rotor mit dem AP-Emblem, der dafür sorgt, dass sich die Uhr beim Tragen oder beim Aufbewahren in einem Uhrenbeweger dann von selbst wieder aufzieht und ihr niemals der Saft ausgeht. Denn das macht die Uhr erst zu dem, was sie ist, nämlich zu einer Uhr, die wortwörtlich bis zum 28. Februar im Jahr 2100 korrekt weiterläuft, ohne dass man sie nochmal stellen muss, womit wir zum letzten Merkmal der Uhr kommen. Merkmal Nummer 5 ist nämlich die Funktion der Uhr. Was hier verbaut ist, ist eines der großartigsten Meisterwerke der Uhrmacherkunst, ein sogenannter ewiger Kalender. Das mechanische Uhrwerk in dieser Uhr ist also so berechnet, dass es automatisch alle Kalendermonate mit ihren unterschiedlichen Längen und sogar die Schaltjahre berücksichtigt und so zum Beispiel am 30. April automatisch den 31. Tag überspringt und direkt auf den 1. Mai springt, genauso wie in einem Schaltjahr die Uhr vom 28. auf den 29. Februar und dann direkt auf den 1. März springt und in allen anderen Nicht-Schaltjahren eben vom 28. Februar direkt auf den 1. März. Heute haben wir Smartphones und so weiter, aber man muss sich wirklich mal vorstellen, wie praktisch so ein ewiger Kalender vor den 1970er Jahren war, als es noch keine elektronischen Uhren oder Kalender gab. Fraglich ist jetzt aber natürlich, wie in aller Welt stellen wir diese Uhr richtig ein? Kein Problem, ich habe für euch hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung. Als erstes stellen wir die Uhr tagsüber, um nicht in den Datumsmechanismus einzugreifen. Also zum Beispiel um
10.10 Uhr vormittags. Dazu schrauben wir die Krone heraus und ziehen sie in die erste Position. Und jetzt stellen wir die Zeit so lange vor, bis Tagesdatum und Wochentag einmal springen. So wissen wir, dass 12 Uhr nachts ist. Und jetzt drehen wir die Uhrzeit dann weiter bis zur richtigen Uhrzeit, also zum Beispiel 10.10 Uhr. Jetzt können wir die Krone wieder verschrauben und uns um den Rest kümmern. Die restlichen Funktionen stellt man über die kleinen Drücker am Gehäuse ein, die ich vorher schon kurz erwähnt habe. Und dazu verwenden wir etwas wie zum Beispiel einen Zahnstocher, damit wir das Gehäuse nicht verkratzen. Wir fangen mit dem Drücker auf 10 Uhr an, um das aktuelle Tagesdatum einzustellen. Heute ist zum Beispiel der 12. Februar. Dabei springt der Wochentag mit, das ignorieren wir jetzt aber erst einmal. Als nächstes nutzen wir den Drücker auf 9 Uhr, um den aktuellen Wochentag einzustellen. Das wäre Samstag heute. Und danach den Drücker auf 4 Uhr, um die aktuelle Kalenderwoche einzustellen. Und das wäre aktuell die Kalenderwoche Nummer 6. Jetzt können wir den Drücker auf 2 Uhr verwenden, um den aktuellen Monat zusammen mit dem Schaltjahreszyklus einzustellen. Wir haben das Jahr 2022, das letzte Schaltjahr war 2020, also sind wir jetzt im Zyklus Nummer 2 von 4 und der aktuelle Monat ist der Februar. Und ganz zum Schluss können wir noch die Mondphase einstellen. Dazu kann man online einfach einen Mondphasenkalender nutzen und dann die Mondphase so einstellen, dass es ungefähr passt. Und wenn wir alle diese Schritte übernommen haben, dann sind wir jetzt erstmal wahrscheinlich geistig komplett fertig. Aber jetzt wird die Zeit dieser Uhr bis ins Jahr 2100 vom Uhrwerk korrekt berechnet und angezeigt. Und das ist eine absolute Wahnsinnsleistung meiner Meinung nach. Und das waren die 5 Merkmale der Royal Oak ewiger Kalender, die du unbedingt wissen musst. Und du weißt jetzt sogar, wie genau du diesen ewigen Kalender richtig einstellst, falls du mit dem Gedanken spielen solltest, dir diese Uhr oder einen anderen ewigen Kalender einmal zuzulegen. Wenn du jetzt noch ein Video zu einem phänomenalen Handaufzugschronographen von Patek Philippe sehen möchtest, dann klicke hier und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.